Also, wieso kann ich in diesem Dungeon mounten und wieso ist da ein Stein? Ich bin einfach verwirrt. Okay, wir müssen jetzt irgendwas da drücken anscheinend. Defense-Protokoll-Beta. Keine Ahnung, was abgeht. Damit wird auf HC++ gestellt. Okay. Okay, er sagt, wir werden schon rausfinden, was abgeht. Ich frage mich nur, wieso ich... Was für Spiel... Bilder. Oh, da ist ein Buffhut, haben die sogar hingestellt. Holy moly. Ich habe kein Buffhut, Leute. Ich habe Blood of Heroes. Okay, habe ich irgendwas Besseres noch? Kann ich noch irgendwas verbessern mit meinem Gear? Dabei sieht schon sehr, sehr gut aus so. Haben wir eigentlich einen Tank? Ja, wir haben einen Parler-Tank. Okay, der hat einen Gearscore 4,6, 4,9, 5,2, 5,000. Leute, ich habe einen Gearscore von 3,000. Ich habe einen Gearscore von 3,000. Die denken doch, ach, ich will die veräppeln, oder? Der hat 5,000. 5,000. 4,6. 4,9. Die denken wirklich, ich will den veräppeln. Eine wichtige Sache wurde geschrieben. Ein Spiegelbild. Spiegelbilder killen Prio 1. Okay. Ich muss Demo schauen, ne? Ziemlich sicher. Ich muss ziemlich sicher Demo schauen. Ich habe zum Glück hier noch Fire Festival an. 30 Stamina. Das wird uns retten. Okay, der macht einfach Rocket Boots. Da ist ein Spiegelbild. Spiegelbild muss ich töten. Hier ist das Spiegelbild. Demo schaut rein. Ich weiß nicht, was abgeht. Unser Tank ist auf jeden Fall gleich down. Das war kein Spiegelbild, weil ich getötet habe. Der ist gekickt. Aber erste Pack haben wir geschafft. Passt. Mirror Image. Mirror Image. Mirror Image. Wir haben den noch ein. Können wir nochmal interrupten? Kriegt einen Harmstring drauf und Bock, Mob. Lauf weg, ich habe den geharmstringt. Arcane Volley wird gekickt. Wunderbar. Kick den Troll und hol wen anders. Ah, wir haben es easy geschafft. Okay, jetzt weiß ich, was Spiegelbilder sind. Easy going. Gibt es einen Wappenrock von Hodia? Es wurde mal irgendwo geschrieben, es gibt ein Hodia-Roll. Hodia-Ding. Dachte kurz, ich hätte auf Trilltrollsblüm geklickt. Nee, nee. Ich bin nur mit dem in dem Dungeon drin. Ich habe mich niemand mitgenommen. Dann habe ich ihm angeschrieben, meinte er, yo, let's go. Und dann haben wir Leute gebaitet und haben mich in diese Gruppe mit reingezogen. Ich weiß, ich brauche auf jeden Fall Söhne Hodia, ne? Apple Cider? Aber ja, okay. Ja, aber kein. Warte. Oh. Oh. Das ist eine Eule. Dann kann er die ja wegmoonfeiern, oder? Eigentlich kann er die auch super wegmoonfeiern, die Dinger. Da sehe ich das falsch. Was macht der? Der rennt wieder weg. Der will wieder raus. Der mag nicht mehr. Der Martok, der hat keinen Bock mehr.
Mach aber die Mirrors weg. Da hinten ist noch der, aber da kann ich leider nicht hinlaufen. Muss auf die dicken. Ich glaube, ich muss auf die dicken rauf. Bin weggekickt. Will er nicht noch die anderen polen, aber. Sehr gut. Okay, irgendwas ist mit meinem. Ich muss den Cleave da einpacken. Ich habe irgendwie. Ich bin verwirrt mit dem Cleave. Meine Keybinds sind noch nicht passend. Ah, da ist der Cleave nicht gut. Mirrors? Okay, die Mirrors wurden aber gewone-shottet von dem Audi. Also da hat es geklappt. Komischerweise. Okay, die kann ich aber nicht wegkleben wohl. Also in dem Clip hat es nicht geklappt mit den Dingern. Wunderbar. So, ich bin so auf... Ich bin so überfordert. Ich weiß echt nicht, was abgeht. Mirrors. 1, 2... Ich bin gestunt oder so. Ich bin gerootet. Absolut kein Überblick mehr, was abgeht in der mir. Na, da sind Mirror-Dinger, aber soll ich da jetzt raufgehen oder kriegen wir das hin? Geh mal auf die Dinger hier. Mirror. Na gut, so weit, so gut. So langsam wird's, Leute. Mirror's down, wunderbar. Was ist das eigentlich für ein Wurm hier? Ah, das ist mein Crit. Das ist mein Crit. Ich finde meinen Schaden gar nicht mal so bad. Ich bin fast überm Tank. Was soll normal sein? Okay. Macht der was Böses? Muss ich ja nicht sundern? Nee, ne? Ist das noch Meter, dass ich rein Thunder für Dings? Damage increased und Dinger. Leute, muss ich hier irgendwas tun? Gibt es hier, Yannick? Ich glaube, ich muss nur von diesen Dingern wegrennen, oder? Ich glaube, die Bomben. I don't know. Ich weiß nicht, ob irgendwas abgeht. Ich hau einfach drauf. Ich mache ein Warrior-Gameplay. Magic Pull. Ich mache einfach Warrior-Gameplay. Wir ballern einfach rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde ein bisschen durchgecarried von den Leuten. Warte mal, Polarm. Kann ich Polarm tragen? Nee. Mastery. Den muss ich aber leaden, leider. Den muss ich leider leaden. Sorry. Den brauche ich neuer Umhang. Kann ich den... Kann ich die Waffe nehmen? Okay, ich brauche so ein... Warte, droppt Dinger, ne? Ich need sie einfach. So jetzt. Okay, was nehme ich hier mit? Was haben die denn alle genommen? Die sind alle weggeflogen. Nehmen wir auch den...
Okay. Emerald Drake Healing. What can I do for you? Rot Protecting. See you around. Interesting. Dann nehmen wir den. Den Bronze. Let's go. Wo sind meine Leute hin, by the way? Die sind wieder hier vorne, ne? Da. Bin schon da. So. Ich halte die so auf, die Leute. Da sind wir wieder. Wir haben einen neuen Umhang auf jeden Fall. Wir haben schon mal ein Upgrade. Ja. Cloak of Mastery aber bekommen. Und wir haben eine Waffe bekommen, die wir leider nicht tragen können. Weil wir können, glaube ich, keine Pole-Arms in die Offhand packen. Nee. Muss man überhaupt noch Sun? Ich habe keine Ahnung, ob man Sundern muss, Nio. Das ist die Frage. Ich habe keine... Muss ich Sundern noch? In Bottle Car? Ja, muss ich noch. RIP. Ja, dann muss ich meinen Sundern gleich mal beinen. Das ist ja ekelhaft. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei, wo man noch sammeln muss. Hallo Wupp, ich habe die irgendwie so gehasst. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hier kommen überall so eine Mirrors raus. Ich mache einfach nur... Ich drücke einfach nur irgendwas. Sundern ist doch geil. Hat man immer noch 5, 6? Ja. Ich werde aber nur... Ich werde nur Bosse sundern. Das ist ein Mirror-Ding. Ich muss mal so ein... Hier ist ein Snowflake, was auch immer das sein mag. Ich muss mir irgendwie mal ein Bild und so auch anschauen. Ich glaube, ich bin komplett... Alles falsch. Wo ist Sander Gebeine mit 30 Fragezeichen? Den Dicken kann ich Sandern auf jeden Fall. Gib ihm. Fünf Sanders rauf, wunderbar. Wir können mal zusammenspielen, haben länger nicht gespielt. Gerne, gerne. Wenn ihr mir irgendwie... Wenn ihr mich irgendwie an die Hand nehmen wollt, bin ich dabei. Auf jeden Fall weiß ich, auf jeden Fall, ich muss Sundern. Und ich habe gesehen, es gibt die Meta, dass der Warrior bei Bossen irgendwie das Ding hier mit drauf wirft. Ne? Shattering. Das habe ich auch gesehen. Gott, das gefühlt schon besser, das grüne Ding, als meiner. Big Damage Gain, okay. Ich muss alles neu lernen, weißt du? Ich habe ewig kein WoW gespielt. Ich habe nur gelevelt. Die letzten 2 Monate, ich habe nur gelevelt. In Vanilla. Das war mein WoW-Gameplay. Ich weiß nicht mehr, was passiert. Das war ein dicker Burst. Da klicke ich rein. Drachen wiederholen. Wo ist mein Drache? Da. Amber Drake habe ich. Und der hat eine Schocklanze. Ja, und der hat noch hier... Ist das ein Endgegner? Zentrifugenkonstruktor. Oh, wir müssen den erstmal hier töten. Wo ist mein Schaden? Stop Time. Ich muss ihn irgendwie so hauen. Was habe ich hier? Nee, das ist kein Boss. Trinket. Hallo wohl, dein wunderschön. Einmal weg, was ist das? Das ist die Bottle Card, das ist alles ein bisschen wilder. Da ist alles ein bisschen wilder hier. Und ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, was abgeht. Ich will doch eigentlich nur Enemy Nameplates anmachen, aber egal. Okay, wir müssen hier irgendwie wegfliegen. Wieder rüber. Die werden uns alle schon an die Hand nehmen, oder?
habe doch das Naru-Ding ja. Gib mir Haste-Rating. Wo müssen wir lang? Da müssen wir hin. Shift-V habe ich weggebeinet darum. Ich habe normalerweise das so. Option. Keybinds. Interfaces, glaube ich, ne? Ist nicht Interface. Targeting. Enemy Nameplates habe ich nämlich so umgebeinet, dass ich immer nur den Enemies habe. Oh, ich werde angegriffen von so einem Lümmel. Ich habe keine Ahnung. Die Optionen sind irgendwie komplett anders. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja, auf einmal sieht das ganze Interface total weird aus. Ich komme da nicht mit klar. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, das alles einzustellen. Und ich bin noch nicht fertig. Es ist so durcheinander alles. Ich glaube, wir kriegen noch irgendwelche dicken Waffen. Das wäre nice. Wir brauchen Big Damage. Meine Waffen sind nämlich Horror. Oh, die sind down. Wir haben keinen Enchanter dabei, oder? Ansonsten könnte man... Ich meine, ich habe eine geile Waffe bekommen. Das Problem ist, ich kann die halt nicht usen. Weil das ist meine PvP-Waffe jetzt, okay? Wir haben eine PvP-Waffe. Ich kann sie leider nicht in die Offhand packen. Wir könnten MS-Warrior spielen. Also wenn wir hier nicht irgendwie eine Waffe kriegen, dann spielen wir MS oder sowas. Habe ich die alle gepult? Nee, ne? Stop Time. Unser Tank ist dead. Unser Tank ist gerade gestorben. Muss ich da reingehen? Ich drück mal das Ding hier. Und jetzt? Okay, da ist ein Boss. Den müssen wir da sundern gleich. Unser Tank ist leider irgendwie tot. Ich weiß aber nicht, was passiert ist. Ich glaube, der ist abgemaut und wurde irgendwie von diesem Drachen angeschossen oder so. Würde ich dann wahrscheinlich... Ich habe halt keine 25 Rage, ne? Ich müsste... Jetzt müssen wir starten, theoretisch. Go, go, pull. Ich weiß nicht, ob da irgendwas macht, aber jetzt kann ich einen Throw starten. Okay, Rage ist weg. Vergiss es. Sie ist wieder weg. Never mind. Das hier vielleicht besser, ne? 80er Dingern, oder? Nur während Last, okay. Jetzt zum Beispiel. Bisschen die Mechanik, die ich spielen muss. Wahrscheinlich weg von diesen Bällen oder so, ne? Wenn ich umkippe, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Mechanics hat, der Boss. Aber aktuell ist es irgendwie nur raufhauen. Ah, der Bossfight. Ah. Kein guter Loot leider für mich. Green? Green. Obwohl, das wäre Diamond Flask Gear, ne? Ja, Diamond Flask will ich schon mitnehmen. So, da müssen wir hoch. Was ist das hier eigentlich? Lightspeed. Damit war es auch so geil in Vanilla. Es war so gut.
doppelte Rang 14 Kolben. Hast du irgendwie so 3000 dich gehielt mit jedem Tick. Irgendwie habe ich keine Rage. Ich glaube, ich treffe gerade nicht. Ich sollte mal auf den Water gehen, ne? Den kann ich nämlich kicken. Oder auf den Fire soll ich vielleicht gehen. Bis so gern was abgeht. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich mache mega viel Damage. Dann schaue ich so den Damage-Meter und da ist einfach nichts. Weil ich diese Damage-Zahlen, ja diese 5000 Damage und so, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Meine Charts machen alle 300er Crits. Ich habe keine Ahnung, was abgeht im Ding. Ich habe also gar keinen Plan. So. Ah, stimmt, man muss dem so doof hinterherfliegen die ganze Zeit, ne? Da war ja was. Einfach anhandeln nach Ende. Oh nein, Murlocs. Habe ich gerade gemisst? Ich glaube, ich habe den Typ gerade gemisst. Ist ja nicht so cool. Sehr geiler Mist, oder? Ich habe den Murloc gemisst. Ich habe 9% Hit, wie viel brauche ich denn? Ich glaube, ich habe nicht genug. Kann das sein? Wir haben so eine Hose bekommen. Nice. Und jetzt kommen hier die Tiere raus. Die kicke ich. Wunderbar. Ich habe schon wieder gemisst, auf jeden Fall. Okay, und das dicke Mammut kann irgendwelche Blitze ballern. Weil auch immer noch so Blitzdinger sind. Ah, das hat irgendwelche Blitze, das Vieh. So, mein Vogel. Gibt es nicht noch einen Boss? Oder ist es, warte mal, ist es der Endboss? Ne, es gibt noch einen. True. Oh, warte, war das der Boss, wo man hinter diese Dinger laufen muss, wegen seiner Nova oder sowas? Ja, okay. Okay, wo rennt der Paladin? Ich bin auf jeden Fall super slow. Jetzt, oder? Ich habe doch Bandagen, oder? Habe ich mir nicht mal welche gebaut? Meine Bandagen sind gone. Und ich habe meine Sanders gedroppt. Wo sind meine Bandagen nur hin? Und ich sehe sie nicht gerade im Inventar. Ach doch, da sind sie. Wunderbar. War der Boss. Ah, wieder nur Diamond Flask Equipment. Und jetzt kommt dieser doofe Drake noch, glaube ich. Das Fliegeding. Gibt es eine Seite, wo steht, welche Teile du brauchst, welche Inni du musst? Okay. Ja. Ich glaube, das wird eh die einzige bleiben,
die wir laufen können. Ich glaube nicht, dass uns jemand sonst noch mitnehmen würde. Und jetzt kommt dieser Drachenquatsch, ne? Was ist das hier? Jetzt kommt dieser Drachenquatsch. Und der droppt auf jeden Fall nochmal coole Sachen. Dungeon Hero. Was ist denn das drinne, was wir gerade machen? Ach, das sind die Achievements. Der wird noch eine Polearm droppen, aber wir haben schon eine bekommen. Der wird ein Neck wird er droppen. Den würde ich nehmen. Sprecht euch wie ein Kicks ab? Kein Plan. Was für Kicks? Was meinen die für Kicks, Leute? Wo habe ich einen Kick? Ich drücke einfach irgendwelche Tasten, okay? Ich hoffe nicht, dass wir wipen. Auf 2, okay. Wann muss ich irgendwas kicken? Ist die Frage. Muss 3 Channel, bis der Debuff 100 anzeigt. Und 2 zum Kicken. Okay. Junge, ist das ein blöder Boss. Du stehst auf der Stelle und drückst 1. Die ganze Zeit. Aber wir haben ihn gleich down. Keine Ahnung, was auf dem Debuff steht. Keine Ahnung. Ich mach mal das hier. Ich mach mal diesen Laser einfach. So, und jetzt? Jetzt kommen so Bälle. Ich glaube, von dem müssen wir weglaufen, oder? Und die haben jetzt unseren Tank one-shotted, die Bälle. Such insolence, such arrogance must be punished. Könnt ihr ablegen, sagt er niemals. Ich habe so einen Laser. Wir lasern ihn einfach weg. Wo ist der Tank gestorben? Der ist einfach runtergeflogen irgendwie. Wir lasern ihn einfach weg, den Typen. Und hier habe ich nochmal was, ne? Habe ich gekickt. Ah, der 2 ist Kick, okay. Oh, er hat Enrage. Oh, oh. Unser nächster ist tot. Macht das überhaupt Schaden, was ich gerade mache? Ich hasse den Dungeon, ich finde den auch nicht so cool. Yee. Mist. Mein Char ist tot, ich muss ihn löschen. HC-Challenge leider verloren. Gibt es hier nicht irgendwo... Dass es alles so weiß ist? Death-Ding oder sowas? Also Channels 3, bis der Debuff maximal gestackt ist, und dann drückst du einmal die 1. Okay. Wisst ihr, wie der geht? Zumindest die Bronzedrachen. Ich channel so lange 3, bis der Debuff maximal hochgestackt ist, und dann drück ich einmal 1 und 2 halt als Kick, damit er nicht in Phase geht oder seine K macht. Richtig so? Ich weiß, wie der geht. Kein Problem. Aber ist der Tank gestorben, weil ich irgendwie nicht gekickt habe oder so? Ich weiß ja nicht genau, was passiert ist. Der ist halt einfach umgekippt, ne? Ich weiß ja nicht, was da richtig war. Ne, ist nicht umgekippt, okay. Hi Phoenix, welcome back. Wir spielen gerade Wattle Car, also Wrath of the Lich King.
Ja, also Classic, aber ein bisschen weiteres Classic als das Classic, was er sonst gespielt hat. Er schreibt genau. Okay, ich versuch's. Er schreibt genau, alles klar. Da ist eine Kiste. Also ist mein Damage dieser Laser oder der hier? Temporales Rift. Wo Squad Scream mit Rilly, wenn ihr schon in Indies geht? Es war sehr spontan. Ich habe keine Ahnung, wie man Squad Scream macht, Razor. Einmal kanalisieren auf 10 hochstacken. Okay, alles klar. Oh, ich habe klar klar geschrieben. Können wir nicht einfach die Kiste schnell aufmachen? Er guckt gerade weg. Okay, wir buffen mal durch. Warte, ich muss keine Demo machen, ich muss hier ein Ding machen. Ne? Zack. Ich mach mal einen Commanding rauf. Oh, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Das mit Trilli war spontan. Ich habe nichts gefunden, habe ich bei ihm angefragt, weil ich habe gesehen, da ist eine Liste drin. Ne? Und da hat er mich ignoriert. Der Lümmel. Und da habe ich ihm geschrieben, das nämlich persönlich, und hat er mich doch eingeladen. Du kannst Max ein Level anziehen, die Fahrzeuge scalen damit. Okay. Oh, er kommt. Ich drücke einfach die 3. Aber alle machen Laser, da muss ich auch Laser machen, oder? Und das ist der Debuff. Okay, mit 1 mache ich Damage. Und dann mache ich wieder den Debuff rauf. Den zecke ich immer auf 10, oder? Und dann mache ich wieder Damage oder so. Ah. So, Debuff drauf. Wo ist mein Debuff? Das ist meiner. Und jetzt wieder Damage pumpen. Debuff drauf. Einmal die 1 nur, okay. Ich sehe jetzt auch meinen Debuff. Jetzt habe ich 5 Stamm. Sehr schön. Aber der muss ja auf 10 hochgestackt werden. Das dauert eine Weile. Oh, oh. Astralplane. Wir müssen schnell weg. Da kommen diese Fliegedinger. Muss ich die abschießen oder einfach weg? Ist der Tank tot eigentlich? Der Tank steht da unten in der Bubble. Seid wieder ohne Tank. Hm. Okay, wir müssen jetzt wieder... Wir müssen ran. Wir lasern. Wir kriegen den. Wir haben diesen super Laser. 10er Stack. Dicke Bombe. Und Laser. Das ist so lustig. Bei Wortelka Lounge war es immer Fiesta in Random Gruppen scheint immer noch zu sein. Bro, ich habe keine Ahnung, was abgeht hier. 130k habe ich gemacht. Ich mache auf jeden Fall am wenigsten Damage von den Leuten. Ich glaube, die haben alle bessere Dragon Mechanics. Die haben wahrscheinlich alle schon Dragonflight gespielt. Was ist das hier nochmal? Der Kick, ne? Die haben alle schon Dragonflight gespielt. Ne? Die haben bessere Dragon Movement als ich hier. I'm badly injured, I can't take more. Sorry, Amber Drake, komm da nicht durch. Wenn ein Oculus Bock verinnerlicht hat, darfst du dann einen Raid Boss Magilos machen, der Funzt in P3 genauso. Oh, mein Amber Drake ist down. Yee. Gab es nicht eine Option, wo dieses Geist-Interface hier anders aussieht? Also hier dieses Dead-Sein. Graphic oder so, ne? Kamera FOV. UI Scale. Ja, ich finde es nämlich... Immer wenn du das Ding anhast, tut es mir in den Augen weh. Hast du nicht die Filme Drachenzähmen leicht gemacht gesehen? Nee, da ist die Problematik. Habe ich leider nicht, ne? Das hätte ich mal machen sollen. Wie kann ich das ausmachen? Accessibility vielleicht, ja. Kamera Shake. Ja. Cursor Size. Riesig. Aber wo mache ich das? Ich will es gerne aushaben. Junge, der Cursor ist aber wirklich riesig, Alter. Na egal, wir dürfen einfach nicht mehr sterben, okay?
Wieso ist der Cursor so groß? Der ist ja unglaublich groß. Super schwierig damit zu kicken. Junge, der... Toxic, what the heck? Warum so toxic? Okay, was sollen wir kicken eigentlich? Ist die Frage. Also was kicken wir? Der Cursor ist riesig, oder? Der ist größer als der Drache von dem Typen. Nimm einen grünen Drachen, kann ich auch. Aber wenn ich einen grünen Drachen nehme, dann denkt der Priester, ich nehme einen grünen Drachen, ja, weil er nicht heilt oder so. Ich will nicht toxisch wirken oder so. Ich mach zweiten, perfekt. Okay. Wieso sind die so toxisch untereinander? Die Schwarz-Weiß-Geschichte haben wir mit Leatrix weggemacht. Okay. Alles klar. Dann kann das sein, ja. Vielleicht gibt es ein Script. Script, no. Script WoW, no death. Light. Glowing Death Effect. Leatrix Plus, da. Console FF Death. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich hab's mal gemacht. Null. Ansonsten Cursor größer machen. Dann wird's. Ja, wir können. Ready. Muss ich noch was buffen oder so? Oder bringt es nichts? Ich mach den ersten Kick, wenn wütende Attacke kommt. Wie heißt wütende Attacke auf Englisch? Angry Attack oder so, ne? Ich weiß ja nicht, wann die kommt. Da muss ich gut drauf achten. Wütende Attacke darf nicht kommen. Arcane Barrett ist nicht wütende Attacke. Da ist nicht wütende Attacke. Da ist nicht wütende Attacke. Ich warte auf wütende Attacke. Arcane Barrett. Das ist wütende Attacke. Das war's. War das wütende Attacke? Das war's, oder? Okay. Such insolence! Such arrogance must be punished. Der Trill-Troll ist toxic, Leute. Ist der immer so toxic? Lass doch den armen Healer in Ruhe. Sehr gut, wir machen dick DPS jetzt. Jetzt haben wir's. Wir machen dick DPS. Die nächste wütende Attacke könnte ich theoretisch auch wieder kicken. Ich werde die nächste auch reinkicken. Einfach aus dem Grund. Weil wir eigentlich genug Zeit haben, glaube ich. Kick. Er kickt ihn. Okay, jetzt müssen wir noch einmal weg wegen der Bombe. Irgendwer hat da gegrunzt gerade. Da sind die Bomben, aber was mache ich mit denen? Okay. Dann machen wir den jetzt down. Dicke Bombe. 130k. Insane. Und dicke Bombe.
Wunderbar. 140 sogar. Okay, jetzt muss einer kicken. Oh, perfekt. Easy going. Nice. We did it. Und Emblem of Conqueror haben wir auch noch. Oh, Leute. Warrior. Muss ich nehmen, ne? Sind die gut? Wir haben es geschafft. Frozen Orb, wird die geniedet? Die wird, glaube ich, geniedet, oder? Ist es gut? Das ist Ulda Thorim, 10er Loot. Ich nehme die einfach mit. Steht Warrior drauf. Gear. Gear. Schon schwer mit diesem Ding. Gear. Wird eine Frozen Orb geniedet? Oder nicht? Der Lord Ulda Loot, ja. Das gibt HC++ irgendwie. Macht man Need auf die Orb? Leute, ist Orb immer Need oder nicht? Wisst ihr das? Ich will jetzt nämlich nicht einfach hier was weglooten. Okay. Safe. Und wir haben so einen Sack. Okay, da war drinne Raid-Embleme und Gold. Und wir haben bekommen das hier. Musst mir schon Totems geben. Sind die alle toxic untereinander? Warum sind die alle so toxic? Ich habe leider keinen Ruhestein. Doch, habe ich. Ups. Mein Ruhestein. Guck mal, die haben kein Dark Portal Ruhestein, Leute, hier. Thanks for run. Es war jetzt aber nicht so hart, der Dungeon.